Hallihallo, liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robin Hood. Habe ich jetzt eine Weile nicht gespielt, habe aber mal wieder Lust drauf hier in der letzten Folge. Ich habe gerade nochmal reingeschaut. Ja, haben wir hier ganz schön aufgeräumt. Und... Oh, Quicksave auf F1. Ja, okay, gut, nicht, dass ich auf einmal schnell lade. Und da räume ich gleich mal weiter auf hier. Ich meine, wenn dann richtig. Ja, das habe ich schon super gemacht. Sieht man gleich mal, dass ich eine Weile nicht gespielt habe. Ja. Das war jetzt nicht so schwierig. Ja, ja. Ich komme doch schon zu dir. Du musst nicht zu mir rennen. Ein guter. Na? Sleep well. Sweet dreams und all der Quark. So, ich würde diesmal hier alle liegen lassen, weil das dauert ja sonst Jahre. Vielleicht haue ich aber nochmal den Bogenschützen hier oben um. Weil Bogenschützen sind immer gefährlich. Außerdem kann ich dann hier mal komplett aufräumen. Da besteht dann keine Gefahr mehr. Und in der Zeit... Die Musik ist gerade so hektisch. Ich höre die gerade recht leise. Ich habe ein bisschen mal geguckt, ob ich die... Ach, der hier hat mich gesehen. Ja, Mist. Das ist jetzt nicht so gut. Vielleicht ist auch jetzt der Moment, wo ich panisch werden sollte, aber... Achso, wenn der einfach so rüber... Oh nein. Nee, 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 nee. Ach, scheiße. Ich hoffe ja, dass der hier wieder rauskommt. Komm her, Studley, beeil dich mal. Bisschen Angst, dass der mich jetzt sieht da. Berechtigt. Ach, falscher. Na egal, ich befrage jetzt erstmal den Bettler hier. Ich lasse den da erstmal ein bisschen, ja, was die beiden da drin wohl machen. Wir wissen es doch nicht. Woher sollen wir es denn wissen? Ah, jetzt muss ich wieder leise sein hier. Also irgendwie ist die Musik nicht leiser geworden. Aber... der Rest schon. Weiß nicht, was ich davon jetzt hier halten soll. Naja, gut. Müsste mal kurz meine Einblendung hier ignorieren. Aber der hat noch weitere Hinweise. So, und sein letzter Hinweis. So. Okay, es sind anscheinend richtig viele Wachen da, aber er weiß nicht. Oh, das sind wirklich viele. Und frage ich immer noch den Mann hier, und das deckt wahrscheinlich die... Aha, der hat wohl eine Menge Geld bei sich, aber das ist schon roter. Jetzt haben wir den ersten roten Gegner. Was die vorletzte Stufe ist, so von der Schwierigkeit. Du sollst mit dem... Idiot. Idiot.
Ja, Und ich weiß jetzt nicht richtig, wie ich denen hier was zu essen geben soll, weil keiner von meinen Leuten das tragen kann. Na gut. Ignorieren wir. Ach doch, ja. Doch. Ja. Aber das Blöde ist doch, dass der eine Typ jetzt hier noch drin ist, oder? Mal schauen. Na? So anscheinend nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob mich da jemand sieht. Da unten. Oh. Ganz schlecht. Das hat keiner gehört. Oh nein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist der, der hier oben war vorhin. Und das war mal wirklich gutes Timing von mir. Muss ich mich mal selber loben jetzt. Gut. Na gut. Ich habe wieder die blöde Befürchtung, dass nur Robin das dort regeln kann. Finde ich immer sehr nervig. Mal gucken, ob die Dialoge dann lauter sind. Wer weiß. So, Robin, ich nehme dich schon mal mit. Ich kann es zwar mal mit Little John probieren, aber... Ja. Nur der Robin. Der blöde Robin. Ich könnte echt mal gucken, ob es hier noch irgendwo Kohle gibt, weil... Naja. Na gut. Später. Anscheinend auch eine Mission ohne Marion hier. Was wahrscheinlich klar war, ich habe es wie gesagt eine Weile nicht gespielt. At last, you've taken your time. We're just passing through, Father. Another time, maybe. Come on, hurry up and get me out of here, my son. It's been 3 days already since that unholy Scathlock shut me up in here on dry bread and water. And he's been scoffing at me by stuffing his face in front of me, the coward. I'm starving. So be it. I'm opening the door. Or has the diet made you thin enough to squeeze through the bars? Almost, my son, almost. Ah, I forgot. Scathlock likes to talk during his meals. He told me that John is in town for a war council. Let me devour a few legs of mutton, then we'll have all our time to spy on that rascal's plans. Tja, der Herr John, Prinz John ist natürlich da und da sind wir die üblichen Verdächtigen, den Wilhelm Longchamp und den Guy von Gisborne im Hintergrund, den Scathlock natürlich und den... Na? Sheriff theoretisch noch. Genau, hier ist noch der Sheriff. Ja. Und damit haben wir einen neuen Kollegen. Der ist ganz schön fertig hier. Und ja, hier. Bier. Und Wespen. Und das kennen wir schon vom Arthur Brown, wie er hieß. So. Wie räume ich ihn jetzt da unten auf? Am besten einfach mal untaktisch reinrennen. Ist immer super. Ja! Mensch, ich freue mich, wenn wir hier aus Derby weg sind. Ich will ja endlich mal nach York. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich war noch niemals in York. Ich war noch niemals. Und so weiter. Und der... Ach so, hier kann ich euch gleich zeigen. Der Bruder Takt, der kann nämlich fesseln. Oh, scheiße. Lass das bitte keine Bo... Und Little John ist sowas von tot. Oh Mann.
Ich würde mal neu laden. Das hat gerade alles nicht so geklappt, wie ich wollte. Meine Framerate? Framerate, ja. I'm very good at English. So. Ist ganz schön abgekackt hier. Ach so, jetzt mache ich gerade schon wieder den gleichen Fehler. Ich bring die mal. Ach, ich mach das mal ganz anders hier. Robin, dich brauche ich auch nicht. Ich glaube, im Prinzip könnte man sogar schon die Mission verlassen. Nee, okay, Robin muss wieder da rein, wie schon das letzte Mal hier. Na gut, so, den Stutterlay, den brauche ich hier noch, der geht aber mal hier hoch. Und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen besser vorbereitet hier. Das war nicht besser. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Leute hier nicht aufwecken. Und das werden sie wahrscheinlich machen. Ja, ja. Sehr schön. Wo bist du jetzt hier hin? Ach, und die bleiben da jetzt hier. Gefällt mir alles nicht so hier. Und wir haben ja schon gesehen, dass da oben sind alles Bogenschützen. Ich bin jetzt sogar mal so mutig oder blöd, je nachdem. Und überschreibe mein Quick Save. Ich muss mich ein bisschen ranhalten hier. Verdammt. Greif den da an. Und das speichere ich auch gleich mal. Die wachen gleich auf hier. Deshalb jetzt geschwind, geschwind. Und nochmal, ich speichere gerade sehr viel, das merkt ihr schon. Gucken wir mal, wie stark der da ist. Hält sich ja in Grenzen, nicht? So, und Fessel-Action. Ja, das habe ich geahnt. Komm schnell. Och Mann, diese ganze Fesselei geht mir ein bisschen auf die Nerven immer. Aber mal gucken, wie viel Geld der bei sich hat. Und mich hat schon wieder einer entdeckt. Scheiße. Komm, Studley. Hau ab dort. Nee, 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 nee. Wenn du jetzt die... Wenn der jetzt hier die Leute wieder hinlegt, dann flipp ich ja aus. Mein Little John ist gleich tot. Und der Typ fällt einfach nicht um. Okay, jetzt endlich. So, Peter Torman hole ich also auch noch rüber. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie viel Geld hier so gelagert war. Mal gucken, ob ich den einfach umhauen kann. Jawohl. Hallo? Ist irgendwie... So, der kommt jetzt wieder rübergelaufen hier und ich bin tot. Ob das jetzt so schlau war? Wir werden es gleich sehen.
Negativ. Aber komm, jetzt nehme ich mal ein Kleeblatt hier. Total blöde, dass ich an dem einen Gegner jetzt hier ein Kleeblatt nehme. Aber ich habe gerade so keine Lust, nochmal neu zu laden hier. So, und wenn ich dann hier das alles so ein bisschen überstanden habe. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen irgendwo vergessen. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung. Na gut, gucken wir mal. So, das habt ihr sicherlich alle selber verstanden. Und jetzt sammeln wir mal mit dem Bruder Tuck hier ein bisschen was ein. Sehr schön, er kann jetzt erstmal was essen. Und jetzt geht er auch nochmal zu den Leuten hier und gibt denen hier den Stuff. Robin braucht keine Pfeile, aber da kann ich eigentlich mal hier. Ach nee. Muss ich vielleicht doch mal mit Little John hier hochgehen jetzt? Sleep well. Ja, und... So, jetzt habe ich den hier auch gerade hier unten das Essen gegeben, kriege das Kleeblatt wieder, was ich gerade verbraucht habe. Und jetzt zeige ich euch noch, was die beiden neuen Items hier machen. Ja, das so sehe ich das auch. Hier, was hier liegt, kann ich gerade gar nicht erkennen. Keine Ahnung. Kann ich auch nicht mitnehmen. So, und die Wespennester kann ich unter die Rüstungen der Gegner stecken, beziehungsweise werfen. Also die Wespen, die und so weiter. Und Bier ist auch immer ein super Köter. Ich sage immer Köter. Köder, natürlich. Das funktioniert immer nicht bei allen. Zum Beispiel diese Wespennester, die kann man bei den Rittern anwenden, bei den Starken. Und das ist doch schon sehr praktisch. So, habe ich jetzt alle beisammen hier. Robin kann nochmal gucken, ob der hier Geld hatte. Ja. Das ist doch ein super Zwischenstand. Jetzt muss ich mich noch irgendwie hier vorbeischleichen. Das müsste aber hier oben rum so gehen. Ohne, dass die mich bemerken. Ja. Weil den Laden hier unten aufräumen, das will ich dann wohl eher nicht. Also mal an dieser Stelle erstmal Schluss. Macht's denn mal gut und bis bald, nicht?